Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns jetzt das erste Event an, was neben diesem Official Skin Event Ding noch freigeschaltet wurde. Und das ist praktisch einfach nur mit dem Boot so ein bisschen auf Zeit durch die Gegend fahren. Aktionsdetails. Wellenbohrer sind drei Strecken schon frei, die man machen kann. Würde ich sagen, fahren wir alle drei ab. Ansonsten, ja, das geht auch wieder nach Zeit. Werde ich dazu dann kein eigenes Video nochmal machen. Die anderen Events werden auch nach und nach freigeschaltet. Da werde ich immer zum ersten Tag eines einzelnen Events auch immer wieder ein Video machen, aber dann zu den anderen nicht. Und das heißt, wir haben jetzt drei Strecken, die wir hier abfahren können. Eins, ja, drei. Okay, dann einfach unser Schiffchen geschnappt. In welche Richtung das startet, wird immer durch den Wind angezeigt. Deshalb kann man sich hier schon mal ein bisschen richtig positionieren. Und dann gibt es schön eine kleine Anleitung bei der Herausforderung Wellenbohrer. Musst du mit den Wellenreiter den Markierungen folgen, durch goldene Streckenbahnen auf dem Wasser segeln. Und das machst du jetzt euch. Ja. Bei der Herausforderung Wellenbohrer kannst du mit dem Wellenreiter nach Einsammeln einer bestimmten Menge Wellenbruchenergie in den noch wilderen Wellenspurt übergehen. Wellenspurt ist damals. Oh. Spezialfähigkeit. Okay. Heißt das immer so ein bisschen mit einsammeln? Das geht nicht. Schade. Da müssen wir dann Magnet machen, ja. Also mit E den Magneten denn da machen. Okay, ich habe gedacht, man könnte dann da solo so ein bisschen durchfliegen. Für diesen Wellenspurt werde ich erstmal noch nicht machen. Hier E. Jetzt Wellenspurt. Halt, stopp! Aufhören! Okay, das Ganze soll man eigentlich sehr schnell finishen natürlich, aber lassen wir uns einfach Zeit dafür. Das ist ja... Cheat! Okay, ja. Kann man so lassen. Alles erfüllt. Auch wenn es knapp war mit der Zeit gerade. Also man will den Wellenspurt doch schon einsetzen, sobald man den hat anscheinend. Zerstöre zwei Hindernisse. Okay. Das heißt, wir gehen einmal zurück und nehmen das Ding da. Ja. Können wir das nochmal reset? Das habt ihr nicht gesehen. Okay, daran fahren.
E drücken. Das ist normal, das ist so. Wie macht man dann jetzt was kaputt? Können wir alles mitnehmen? Ich glaube schon. So. Komm, gib mir den Sport. Hat die gereicht. Ja, ich bin in dem Wind. Hallo. Oh Gott. Ja, hat schon nicht gereicht. Okay, vielleicht hätte ich an der einen Stelle nicht drehen sollen. Aber hier steht zweimal bestätigt. Hä? War ich nicht eben... Ich war doch eben zu langsam, oder nicht? In humble supplication. Okay, dann die letzte Strecke. Es kann sein, dass ein bisschen geleckt habe, weil ich natürlich an den beiden Sachen gerade am Hochladen bin und so weiter. Das sind ja keine kurzen Videos, sind da. Das eine ist über 40 Minuten, das andere ist 20 Minuten Video und das dauert halt. Haben wir eben bei der anderen Strecke schon gemacht. Verarscht. Ich wurde verarscht. Was ist denn das für ein Quatsch gewesen gerade? Mach. Ziel war in der Luft. What the hell? Ob das Ziel einfach in der Luft war? Ich habe gedacht, hä, wo muss ich jetzt hin? Auf welchen Felsen? Worauf? Ist das Ziel einfach in der Luft, ey? Okay. Damit.
waren die ersten drei Sachen abgeschlossen hiervon. Ja, da wird halt morgen noch drei Routen kommen und dann ist das Event auch schon fertig. Und morgen fängt dann auch natürlich auch gleich das nächste Event an. Und da sehen wir uns dann auch wieder. Ciao, Leute.